In Zukunft gilt in Unternehmen, Team schlägt Hierarchie, Sinn schlägt Status und Glück schlägt Geld. Wissen Sie, seit Jahren bin ich als Manager in unterschiedlichen Unternehmen tätig und habe dabei eine wichtige Erfahrung. Ich glaube, wir laufen alle irgendwie in die falsche Richtung. Trotz Digitalisierung und unglaublichem technischen Fortschritt schwächelt die Produktivität. Wir nutzen diesen Fortschritt für mehr Kontrolle und nicht für mehr Freiheit. Der Mensch ist immer noch Kostenfaktor und nicht Erfolgspotenzial. Wir haben in Deutschland einen eklatanten Fachkräftemangel, aber mit den Mitarbeitenden, die wir haben, gehen wir um, als ob es keinen Morgen gäbe. Keiner beschäftigt sich mal wirklich mit dem wichtigsten Erfolgsfaktor, den wir in Unternehmen haben, dem Menschen. Ein moderner Führungsstil oder zum Beispiel Teamwork haben eine unglaubliche Steigerung der Produktivität und des Ertrags bewirkt. Das kann man kaum glauben, oder? Und in dem Moment war klar, dass der Faktor Mensch im Unternehmen völlig neu bewertet werden muss. Der wichtigste Erfolgsfaktor im Unternehmen ist der Mensch. Was ist aber das Bindeglied zwischen dem Menschen und dem Erfolg? Das ist die Motivation. Wir Manager sind verantwortlich für die Motivation unserer Mitarbeitenden und unserer Teams. Das, genau das ist unsere Aufgabe. Wir sind Coach, Sinnstifter und Befähiger. Es geht um Empowering Leadership. Für mich bedeutet Empowering Leadership kein Privileg. Es ist eine Verantwortung. Ich hatte in der Vergangenheit ein Mandat, bei dem hatte sich die Firma auf die Fahne geschrieben, moderne Führungsstrukturen und Agilität zu leben. Leider nur als Lippenbekenntnis, ohne echte innere Haltung dazu. Im Inneren wurde wie immer mit Angst, Druck, Kontrolle und Abwertung geführt. Das war ein Desaster. Und nachdem klar war, dass diese Firma keinerlei Interesse an ihren Menschen an sich und schon gleich gar nicht an der Potenzialentfaltung hatte, bin ich gegangen. Es war offensichtlich, dass Empowering Leadership in so einer Firma keine Zukunft hat. Wir Manager von heute, wir haben nicht nur eine gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Verantwortung, nein, wir haben auch eine moralische Verpflichtung. Hinzu kommt, dass sich kaum einer im Management Gedanken macht, was schlechte Führung wirklich kostet. Das nämlich macht kein Controlling transparent. Ich nenne es die wahren Kosten der Unmenschlichkeit. Wir können den Ertrag von Unternehmen um bis zu 50% steigern, nur mit der richtigen Motivation unserer Mitarbeiter. Was machen Unternehmen nicht alles, um 50% ihres Gewinns zu steigern? Im Normalfall, Personal wird entlassen, Prozessoptimierung beherrscht das Tagesgeschäft, der Druck wird unerträglich, alles läuft in die falsche Richtung. Lassen Sie uns unsere Mitarbeiter glücklicher und gleichzeitig unsere Unternehmen erfolgreicher machen. Das ist echtes Win-Win. Ich stehe auf der Bühne und lege den Finger in die Wunde, auch weil ich Humanist bin. Besonders, weil ich Betriebswirt bin. Wir brauchen eine neue Ausbildung im Management mit einer echten neuen inneren Haltung, systemische Coaching-Kompetenz und eigene Persönlichkeitsentwicklung. Denn nur wer sich selbst kennt, der kann andere führen und zum Leuchten bringen. Wenn wir Kontrolle durch Freiheit und Druck durch echte Wertschätzung des Menschen ersetzen, dann haben wir eine wirkliche Chance, das Ruder rumzureißen und unseren wirtschaftlichen Wohlstand zu sichern. Dafür stehe ich auf der Bühne und möchte das unterstützen, denn ich möchte die Welt ein kleines Stückchen besser machen.